Moin Moin und hallo, da sind wir wieder beim Qualifying in Österreich. Mit dabei der Virus. Hallöchen Camillo, hallo Freunde. So, ab geht's, bevor das Qualifying vorbei ist. Schnell los. Wir haben nämlich jetzt schon ein bisschen Zeit vertrödelt gerade. Oha, 12 Autos auf der Strecke. Oh je. Gibt keine gute Zeit. Egal, da kämpfen wir uns nach vorne. Na, wir gucken mal, was wir rausschlagen können. Oh, bist direkt vor mir. Oh, oh. Mein Und Fehler. Wand retuschiert. Ah, schon scheiße dann. Daniel, Vorsicht bei der Boxenausfahrt. Immer dran denken. Ja, er ist nur orange. Das müsste funktionieren. Top, die Wette gilt, sag ich da nur. Oh, dein Ernst? Komm noch rum. Oh, links rum. Oh, das wird eine schlechte Zeit. Ja, sehr schlecht. Denke ich mir auch gerade. Gut, dass das nur die Einführungsrunde war. Jetzt geht's um die Busch. Eieieiei. Aber ich habe vor mir Gott sei Dank freie Bahn soweit. Freie Bahn mit Matti Bahn! Da wollte er wieder quer. Wollte ich gerade aufs Gas und dann. Hey, nicht quer, du Arsch! Es ist ein klein bisschen gefährlich, würde ich sagen, hier oben. Na, Zeit versaut. Zu lahm durch die Kurve. Ich kann nicht eher aufs Gas treten, weil sonst kriegt er die Kurve hier nicht. Komm schon. Ach, blockier mich doch nicht, du blöde Scheiß. Ach Gott, nee. Konnte nicht voll durchziehen, schade. Ja. Ja, das war's dann. Ach, ist das ärgerlich. Ja, allerdings. Nein! Fuck. Da stellt er sich quer, das wäre so eine geile Zeit geworden, ey. Ich hatte nämlich 300stel gut oder 200stel mindestens. Ja, ich hatte 500stel gut, aber. Okay, du musst an die Box, bevor dir das Benzin ausgeht. Boxenstopp innerhalb von 2. Ach, das kannst du knicken, da kann ich jetzt auch hier auf Mager gehen. Boxenstopp! Also komm nach genau, dieser das Runde auch. Fahr nach dieser Runde an die Box. Ich habe kein Benzin mehr und mir sagt er jetzt halt, ne? In den nächsten 2 Runden soll ich dann wohl mal. Die Apfelernte antreten. Ja. Ach ja, entweder leben wir mit der Zeit oder wir gucken, ob wir noch mal raus dürfen. Ob wir noch raus können, ist was anderes, ne? Oder was? Ja, oder wie? Das ist das nächste dann. So, bock mich hoch, guck nicht so lange, schieb mich rein, Mensch. Ja, Virus ist eine Box vor uns. Ach, man könnte die ja beim Lauf, beim Hochladen oder Hochbocken des Autos die Füße besohlen, ey. Ja, 4 Minuten 50 sind noch. Dann bin ich am Überlegen, ob das sich dann noch mal. Na komm, ich will was machen können hier. Lass mich ja, ich auch. Das dauert echt ewig. Das hätten sie ruhig mal ein bisschen schneller machen können.
Mal eben schnell aufs Setup gucken hier. Fertig. Here we go. Versuchen wir es nochmal. Und wenn es dann nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Ja, diese Boxen ausfahren wollen, das ist echt tricky. Naja. Ja, mit dem Spoiler vorne schon wieder gelb angehittet, ey. Ja, ich gerade auch. Ja, weil ich auch Dings geguckt habe. Shit. Ach, hör doch, Mann! Wo häng ich denn jetzt schon wieder? Es ist zum Kotzen, ist das. Es ist zum Kotzen, ist das, ey. Ja, aber hast ja Bestzeit gefahren, von daher alles gut. Komm, Jochen, gib Gas! Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Besser, du kommst zur Reparatur an die Box, bevor es für uns zum ernsten Problem... Boxenstopp! Da fang ich halt rein wieder. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Ich lern's mit der Boxengasse irgendwann noch. Ja, ich hab's die ganze Zeit richtig gemacht, nur irgendwie jetzt nicht mehr. Mein Gott, und dabei wollte ich noch mal irgendwie so ein bisschen eine Runde fahren, damit vielleicht auch. Ja, ich versuche jetzt noch mal mein Glück, ich hab ja noch ein bisschen Zeit. Und diesmal habe ich keinen komischen Otto vor mir. Ach komm, scheiß drauf, ich versuche jetzt noch eine Runde. Trotz dem roten Spoiler, vielleicht klappt das ja noch. Was geht so viel Zeit drauf, wenn die Boxengasse rein, bis sie dich hochbocken, bis du dann nochmal los darfst, ist auch schon mal über eine Minute vorbei, knapp, ey. Da schlafen die dann gerne mal. Da wollte er schon wieder mucken, das Auto. Nee. Wenn man dazu viel will, dann ist alles im Arsch. Oh ja. Nice. Wir sind auf P2 gefallen. Nein, da wollte ich auch wieder zu viel. Alles klar. Boxenstopp. Himmel! Ach, ich hasse diese Karre. Mein Gott. Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Nein. Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Hat er Pech gehabt. Der Frontflügel sieht genauso aus wie vorhin. Oh Mann, da wollte ich rum, ey. Was macht dieses Mistding? Stellt sich wieder quer. Oh, ich kann kotzen, ey. Wie viele Minuten haben wir denn noch? Steht oben rechts. Wird mir nicht angezeigt. 50 Sekunden. Ach so, ja, da, das ist alles klar. Jetzt habe ich auch. Deswegen ja. Rausfahren oder noch eine Runde fahren lohnt sich eh nicht mehr. Boxenstopp. So ein Mist, Mann. Ich wollte noch mal unbedingt, ey. Um jeden Preis wollte ich das. Ja, wollte ich. Ja, da will noch mal einer fahren, ey. Lol. Ja, ich kam gerade über die Linie. Hatte noch Glück. Ja, ich bin rechtzeitig rein. Wettbewerb 3, 2, 1 und ich stehe jetzt vor meinen Leuten. Na cool. Läuft doch. Pock mich jetzt endlich mal hoch, Mensch. Danke, Glatze. Ich glaube noch nicht mal, dass ich die Runde zu Ende fahren kann. Weil mein Benzin sagt Tschüssikowski. Oh Mann, wieso bist du nicht reingefahren, ey? Ja, weil ich dachte, ich mach nochmal eine Schnelle. Das ist wieder typisch du, ey.
Du hättest auch gemacht, wenn du gekonnt hättest. Das sag doch nicht sowas. Und der haut der Gazi noch mal eine exzellente Bombenzeit raus, Baby. Ich könnte kotzen. Ach, 1,10 nur. Er weiß nicht wie viel, aber es reicht. 1,10 200stel und ich habe 1,11 200stel 31. Ja gut. Das also über eine Sekunde was. Schneller erreicht. Wir waren vorhin beim Üben nur, waren wir auf noch schneller. Also. Ja, eben beim Qualifying mit meinen 1,9, das kriege ich nicht mehr hin gerade. So, kurzes Qualifying. Ja, ich würde sagen, ne? Ja, warte, dann gucken wir eben noch schnell hier durch. Ihr seht, wie es ausschaut. Oh, meine Teamkameradin ist nur auf Platz 12 gelandet. Herzlichen Glückwunsch. Ah ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann gleich wieder beim Rennen. Bis gleich. Alles klar, tschüss.